Hallo ihr Lieben und willkommen bei uns beim Würfelorden. In etwa einer Woche ist es soweit, der Rätsel-Adventkalender geht wieder los. Was bedeutet das für euch? 24 Tage lang werden wir euch mit wunderschönen Rätseln in Reimform zum Thema Mittelerde und den Werken von Tolkien beglücken. Versorgen. Und jeden Tag habt ihr die Chance, wahnsinnig viele Preise zu gewinnen. Was genau alles ist, ich werde euch ein paar der Sachen hier zeigen. Ich habe meine Kiste mit den Preisen hier neben mir stehen. Es ist wirklich, wirklich viel. Also diese Kiste ist randvoll und das ist noch nicht einmal alles, weil alles geht sich gar nicht da drin aus. Es gibt wie immer einige Regeln, die möchte ich euch heute in diesem Video kurz und knapp zusammenfassen. Ich möchte euch auch einen kleinen Vorgeschmack geben und einmal ein bisschen Danke sagen an diejenigen, die mich hier bei diesem Adventskalender unterstützen bzw. den Kanal unterstützen. Und das Ganze überhaupt möglich machen. Wie schaut das Ganze aus? Was erwartet euch so, damit man sich vorstellen kann? Wir haben jetzt insgesamt einen Preispool von ungefähr Pi mal Daumen 50 Preisen. Bisschen mehr sind es inzwischen. Ungefähr 24 sind eh klar. Also es werden ungefähr 30 Preise im Zuge des Kalenders. 30 bis vielleicht maximal 40. 30 bis 40 Preise werden im Adventkalender versorgt werden und die restlichen, die dann noch überbleiben, 15 oder so, gibt es dann am Schluss als Sonderpreise. Und zwar wird das dieses Mal so ablaufen, es gibt keinen extra Preis für die 24er, sondern die 24er, ich ziehe danach immer zuerst einen Namen aus den 24ern und dann einen der Sonderpreise, die sind, und der kriegt den fix. So lange, bis die 24er abgearbeitet sind oder keine Sonderpreise mehr da sind. Alle restlichen Sonderpreise werden unter jenen verlost, die die 24 mal teilgenommen haben. Das bedeutet, die 24 Antworten für 24 Kalendertage rechtzeitig in der Zeit abgegeben haben. Gibt man außerhalb der Frist ab, bekommt man keinen Punkt, kommt also auch nicht dazu und hat auch keine Null stehen, sondern hat einfach nichts drin stehen und fällt damit raus. Das heißt, auch wenn ihr im Nachhinein jetzt für alle zum Beispiel abgibt, bringt es nichts, ihr müsst wirklich teilnehmen. Wichtig ist auch, wenn ihr die richtige Antwort nicht wisst, ratet, weil ihr habt zumindest eine gute Chance, trotzdem was abzustauben. Das mal so vom Prinzip her. Also grundsätzlich werden wir es ähnlich machen wie immer. Ihr habt die Möglichkeit, über Facebook oder E-Mail teilzunehmen. Ich habe hier einige Unterstützer, zu denen komme ich nachher, die mich beim Auswerten unterstützen werden. Ich kann es auch gleich sagen, das sind der Marvin von den Gefährten des Niederrheins, der Lukas Melger vom Bündnis der 2Ms, der Steven von den Wächtern der Tabakfeste und der Dominik von uns vom Würfelorden. Die zu fünft werden wir hier fleißig auswerten, all eure Nachrichten eintippen und entsprechend das Ganze schauen, dass wir das gut über die Bühne bringen. Wichtig, was müsst ihr erfüllen, damit ihr teilnehmen könnt? Bei eurer allerersten Nachricht müsst ihr bitte einen Screenshot eures Abos auf YouTube mitschicken. Das bedeutet, ihr nehmt euch ein Snipping-Tool oder macht einen Screenshot am Handy oder dergleichen, wo man sieht, dass ihr uns abonniert habt. Am besten auch noch so, dass wir euren Accountnamen dazu sehen. Passt bitte auf, letztes Jahr hat uns wer geschickt, eins geschickt vom Jahr davor. Das ist ein bisschen traurig. Also bitte, wir verlangen nicht viel für die Teilnahme, aber das Abo-Ding sollte drin sein, weil es einfach auch den Kanal in seiner Form hilft. Das ist so für mich das Minimum. Den Versand müssen die Gewinner wie immer selber tragen. Das ist einfach für mich nicht stemmbar. Wie gesagt, es sind 50 Preise. Wenn ich jetzt 50 Päckchen nach Deutschland zahlen muss, werde ich arm. Und ich glaube, es lohnt sich eigentlich bei jedem Preis, zumindest den Versand zu zahlen. Es wird wieder einen gesammelten Versand nach Deutschland geben und von dort wird das Ganze dann innerhalb von Deutschland aufgeteilt, dass das Ganze ist. Das heißt, ihr müsst nur den Versand innerhalb von Deutschland plus den anteilhaft am Versand nach Deutschland tragen. Das ist dann deutlich weniger und je nachdem, wie groß der Preis ist, wird das dann auch als Warensendung, Buchsendung oder eben Päckchen oder dergleichen abgewickelt, je nachdem, welchen Wunsch ihr da auch habt. Die Gewinner werden gesammelt am Ende des Kalenders in einem Video, vielleicht auch Livestream, aber ich sage mal Video, verlost, da wird das Ganze bekannt gegeben. Die Gewinner haben dann eine Woche Zeit, sich bei mir zu melden, das mit dem Versand abzuholen und dann wird es gesammelt nach Deutschland geschickt. Das heißt, ihr bekommt die Sache ungefähr Mitte Jänner, schätze ich einmal, ungefähr.
bitte nagelt mich nicht drauf fest, das Ganze braucht etwas Zeit, es muss auch sehr viel Packing gemacht werden. Es dauert auch sehr oft lange, bis ich alle Zahlungseingänge habe, alle Adressen, damit ich das wirklich machen kann. Es frisst einfach Zeit und ist auch entsprechend zeitaufwendig, das Ganze vorzubereiten, herzurichten und 50 Päckchen packen ist auch nicht ohne. Vor allem, ich sammle schon das ganze Jahr Verpackungsmaterial und so weiter, nur für euch wichtig. Es zählt nur Facebook und E-Mail, das bedeutet, sollten Nachrichten außerhalb, zum Beispiel auf Discord, im privaten Messenger kommen, auf WhatsApp oder, werden diese einfach nicht gezählt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können nicht nachvollziehen, wenn irgendwo auf einen anderen Kanal Nachrichten reinkommen. Das kann ich nicht nachkontrollieren, vor allem wenn ich dann einmal schaue, hey, hat der wirklich 24 Mal mitgemacht und so weiter und ich finde dann keine 24 Antworten, dann kann ich halt da nicht schauen. Das bedeutet, schickt es auf Facebook oder per E-Mail, sucht euch eins von beiden am Anfang aus, dort schickt ihr alle, ihr könnt nicht über beide Kanäle teilnehmen. Die jeweiligen Rätsel werden, also die und da allen richtigen Antworten, werden dann die Preise des jeweiligen Tages verlost. Und ihr habt für die Beantwortung der Fragen immer Zeit bis zum darauffolgenden Sonntag. Das bedeutet, Entschuldigung, Sonntag bis Samstag habt ihr bis Sonntag Zeit, das auszufüllen. Und der nächste, der Sonntag, der mit der Abgabe geht dann bis zum nächsten Sonntag. Das ist, damit das Ganze grob abläuft. Einziger Unterschied sind die ersten beiden Tage, der erste und der zweite Dezember sind ein Freitag und ein Samstag. Die gehen bis zum darauffolgenden Sonntag, den 10., damit es da keinen Stress gibt. Und den 24. habt ihr Zeit bis zum 31. 31.01. ist die Deadline, 31.12. ist die Deadline, Entschuldigung, 31.12. ist die Deadline, bis ihr da abgeben könnt, damit das Ganze entsprechend auch ausgewertet werden kann. Aber wirklich nur bis dahin. Alles, was ins neue Jahr fällt, ist raus. Aber da habt ihr eben mehr als genug Zeit. Ihr habt dann für das, für den 24. habt ihr über eine Woche Zeit, das Ganze zu erfüllen. Ich weiß ja eh, Feiertage sind immer stressig, deswegen gibt es ja hier eine Woche extra. Alle Teilnahmebedingungen an sich gibt es auch unten. Wir können auch keine Haftung übernehmen, wenn irgendwas in den Transport verloren geht und so weiter. Ja, das muss ich halt, das steht eh unten. Alles hat auch keinen Zusammenhang mit Facebook, YouTube oder sonst irgendwas. Gut, dann. Ganz, ganz wichtig, ich muss Danke sagen. Wieso? Weil der Kalender inzwischen ein Riesenprojekt ist. Das geht von der Preissammlung über die ganze Planung, das Dichten der Rätsel, die Vorarbeit und dann in weiterer Folge natürlich auch die Auswertung. Da schon mal, ich habe den vier Auswertern schon gedankt, trotzdem noch einmal ein Riesendanke und ganz viel Liebe an die vier, die hier so viel Zeit und Muße reinstecken, da mitzumachen. Wie immer ist es so, sie dürfen beim Kalender ebenfalls selbst mitmachen, bekommen die Rätsel vorab und haben ebenfalls eine Woche Zeit, das zu erfüllen. Das heißt, sie haben keine besseren Konditionen als ihr, aber machen das im Vorhinein, dass sie dann kontrollieren können. Das heißt, sie haben jetzt schon die ersten Rätsel bekommen, damit sie hier anfangen können zu lösen, damit am 1.12. hier von ihrer Seite ausgelost werden kann. Das Ganze von denen kontrolliere dann ich und erst wenn das ist, kriegen sie die richtigen Antworten und entsprechend auch die Möglichkeit auszuwerten, damit ihr auch Bescheid wisst. Das ist meine Prämisse. Ich möchte nämlich nicht, dass die vier Ausloser nicht mitspielen können, nur damit sie mir helfen. Das ist irgendwie kontraproduktiv, weil meiner Meinung nach sollten gerade die Chance kriegen, hier was zu gewinnen, weil die meiste Arbeit da reinstecken. Riesendanke natürlich, weil wir bei meiste Arbeit sind, an den Lukas, unser Lukas vom Würfelorden, der mit und mir gemeinsam die Planung macht, sich immer überlegt, was wir machen können, sich die Rätselantworten überlegt und eben auch so viele Gedichte mitmacht. Er ist ein wahrer Poet und steckt da so viel Liebe rein und sowas. Ihr kennt seine Rätsel aus den letzten Jahren, die sind bombastisch. Also dieses Jahr übernimmt er 11 Rätsel, 11 kommen von mir und 2 noch von einer dritten Person, die ich hier auch gleich Danke sagen möchte, und zwar an den lieben Klaus, der Klaus Peter. Hat 2 Rätsel gemacht, die werdet ihr auch im Zuge des Adventskalenders sicher merken, weil ich habe ihn gebeten, die selbst einzusprechen. Ich habe allgemein dieses Mal ein paar Leute gebeten, Rätsel einzusprechen, weil ich es einfach cool finde, wenn ihr ein bisschen Varianz habt. Das heißt auch hier ein großes Danke für die Unterstützung, diese 2 Rätsel. Er hat sich bereit erklärt, hier für diese 2 Rätsel auf die Teilnahme zu verzichten, damit er uns hier unter die Arme greift. Auch das finde ich sehr, sehr super.
Und zu guter Letzt haben wir den Wolfgang Kiel und den Malte Schettler, die mir dieses wunderbare Weihnachtslied extra für den Adventskalender gemacht haben, das sie am Ende dieses Kalenders, also dieses Videos, schon nicht am Ende dieses Kalenders, hören werdet. Ich finde es richtig, richtig cool. Ich hoffe, es motiviert euch und wir können gemeinsam in den Kalender starten. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch einiges von den Sachen, die ich hier für euch zusammengetragen habe, beziehungsweise was die Sponsoren für euch alles haben springen lassen. Wie gesagt, wir sind deutlich über 1000 Euro wert an Material. Es ist so massiv viel zusammengekommen. Ihr könnt das gar nicht glauben, dieses Jahr war es wirklich super. Ich finde das total stark. Ich kann teilweise Tage doppelt besetzen mit mehreren Preisen. Ich kann eben dieses Mal auch wieder Preise für Teilnahme verlosen und so weiter. Und die 24er gehen auch nicht leer aus. Also es ist richtig cool und ich glaube, da ist einiges dabei. Das heißt, schauen wir uns mal an, was alles drin ist. Der zweite Teil des Videos ist ein bisschen eine Herausforderung, denn ich habe gewartet, bis wirklich alle der Preise da waren, damit ich denen etwas aufmache. Und zwar geht es über den Überblick, was ihr alles abstauben könnt im Zuge des Ganzen. Leider ist mir währenddessen die Stimme weggegangen. Heute ist eh schon der beste Tag, aber jetzt wollte ich es aufnehmen, damit das Ganze zumindest irgendwie unter Dach und Fach kommt. Drum vergebt es mir, die Stimme ist nicht gerade glorreich, aber ich erzähle euch trotzdem, was es so grob alles zu gewinnen gibt, was ihr für Möglichkeiten habt und was für Sponsoren wir hier für eine Möglichkeit haben. Ich gehe das Ganze in einer einfach alphabetischen Reihenfolge durch, da besteht am wenigsten Gefahr, dass ich irgendwas vergesse. Ich nehme dann immer wieder so Sachen raus, was ich da habe und so weiter. Also zum Beispiel, wir haben das Bündnis der 2Ms, das ist der liebe Lukas, den kennt ihr alle, der auch unter anderem hilft beim Auswerten und auch so immer mitwirkt. Also ein ganz großartiger Typ und der hat uns seine Auenlandfronten, also die Häuser der Hobbits, zur Verfügung gestellt. Das heißt, da gibt es einige, die am Endpool mitverlost werden unter allen Teilnehmern. Also wie gesagt, es sind mehr als genug Endpreise, die dann einfach verlost werden, die ich dann noch unter Leute bringen kann. Und das ist schon mal richtig cool. Auch da einiges vom Lukas. Vielen Dank dafür. Dann vom Koboldnest habe ich hier jetzt ganz viele kleine Schachteln. Und was ist da drin? Also grundsätzlich, wir haben hier die kämpfenden Gefährten von Printing Goes Ever On, die ganz neue Auflage. Das sind zwei Päckchen, das heißt 9 Modelle. Dann gibt es das Ganze in der wandernden Variante, das heißt, die wird es an einem Tag geben, die 4. Dann haben wir hier einen König Aragorn zu Fuß und beritten, einen alternativen Gandalf zu Fuß und beritten und 4 Ringträger jeweils in transparent und normal, das heißt, ihr könnt entsprechend noch ringträgermäßig einiges machen. Von Fate her habe ich einmal eine Armeebox hier und zwar ist die perfekt ausgelegt auf die neue Starterbox Kampf um Osgiliath. Auch das ist meiner Meinung nach eine richtig coole Sache. Mit dieser Box werden wir auch starten, das heißt, am 1.12. gibt es die hier zu gewinnen. Das finde ich eine richtig, richtig geile Sache. Ich schaue jetzt einfach mal, was ich jetzt rausnehmen kann, weil sonst, hier habe ich meine Kiste und die ist natürlich nicht alphabetisch in alphabetischer Reihenfolge, deswegen nehme ich jetzt einfach mal raus, was so ist und mache mal hier so kleine Notizen, was ich alles habe. Also es kommt dann auch noch Dungeon Wars. Dungeon Wars ist ein Online-Shop in Deutschland, der sich eben auf das breite Sortiment von Tabletop spezialisiert hat, vor allem noch Infinity, wenn ich mich nicht irre, aber hat auch ganz viel mit Farben, Gelände, Airbrush und dergleichen und möchte jetzt auch bei Games Workshop und damit auch Herr der Ringe mit dabei machen und da gibt es Gutscheine, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, das ist richtig, richtig cool. Gut, dann haben wir hier Passspiele. Das sind Einzelminis, auch wenn die Schachteln nicht so wirken, die gibt es am Schluss für einfach nur in die Zusatzverlosung. Dazu habe ich auch von ihm 2 Sets von Crowdcover bekommen. Auch das passt richtig, richtig cool, dass ich das einmal zeigen kann. Das sind nämlich extrem schöne Basing-Gestalten-Sachen, wo ich mir dachte, die passen super ins Herr-der-Ringe-Setting. Einmal so Snowy Highlands und einmal Ruins, die super ins Thema Osgiliath passen. Dann habe ich eine Army-Box der Pelzwechsel, das heißt eigentlich alternative Beoninger. Wunderschönes Set mit 2, 4, 6, 8, 10... Ich glaube 12 Björningen, einen großen Bären, einen Anführer, eine Honigwabe und so weiter. Also ein richtig schönes Set, was das angeht. Und da habt ihr wirklich eine super Grundausstattung.
Zusätzlich einmal Radagast, das Gesamtset, das heißt mit Schlitten, Adler und zu Fuß, finde ich richtig, richtig cool. Das wird auch eins für die großen Päckchen, was sich lohnt. Also das mal zu Passspielen, die haben sich hier wieder richtig was einfallen lassen. Nanostrategie ist auch seit Anfang an eigentlich beim Adventkalender dabei. Bis jetzt hat es immer Gutscheine gegeben, aber ich finde eigentlich noch cooler, was es dieses Jahr gibt. Und zwar geht es ums Gelände, Spielfeld aufhübschen. Gerade Nanostrategie setzt sich ja selbst den Standard, sie möchten die Spieltische aufsetzen. Und das können sie sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, weil sie viele, viele schöne Kleinigkeiten haben. Und hier, was ich jetzt mit dabei gekriegt habe, ist zum Beispiel von Monster Scenery, ist ein Barren Ground, das ist Pre-Painted Tabletop Scenery, das heißt gerade Turnierveranstaltungen und sowas werden sich da sehr freuen, das auf den Tisch zu kriegen, ist super Gelände, um Wälder darzustellen und dergleichen. Und das sind zwei große Waldflächen, wo man aber die einzelnen Teile runternehmen kann, also das ist nicht fix drauf, da hat man fünf Rocks dabei, zwei gefallene Bäume, einen Sumpf und zwei doppelseitige Templates, wo man das Ganze drauflegen kann. Also ich finde, das ist richtig, richtig cool, eben für das Thema Turnier, aber auch natürlich für den Privattisch eine super, super geile Sache. Dann haben wir MDF. Das ist etwas, was mir immer extrem taugt. Ich bin ein riesiger MDF-Fan. Wir haben ein Savage Domain, ein Ancient Beacon. Das heißt, das passt eigentlich perfekt nach Gondor, Osgiliath, dass man sagt, einer von den Leuchtfeuern in Osgiliath, der halt zerstört worden ist, dass das in die Richtung passt, könnte man mega gut umsetzen. Und zusätzlich passt auch meiner Meinung nach eigentlich in jede Stadt. Die Courtyard, das heißt alles Richtung Brunnen und dergleichen, passt super einfach auch. Osgiliath, Arnor, Tal, da kann man echt wirklich cool was machen. Das heißt, auch Nanostrategie hat uns hier wunderbar super versorgt. Dann sage ich gleich, wenn wir bei Gutscheinen vorher waren, Mini-Arts ist auch seit eh und je dabei. Heuer haben sie gesagt, sie machen was anderes, und zwar gibt es 24 Gutscheine zu je 5 Euro, die da mit verlost werden. Also auch eine richtig geile Sache, die werde ich am Ende dann auch nochmal ordentlich streuen, dass da jeder was mitnehmen kann und möglichst viele Leute was Positives aus diesem Adventkalender mitnehmen. Dann Cult Curse, Entschuldigung, wenn ich da jetzt immer so nebenbei wegstreiche, aber ich möchte wirklich niemanden vergessen. Cult Curse ist ein befreundeter YouTube-Kanal, richtig coole Dudes, die super malen können und super mal Sachen machen und sich mit Brettspielen und dergleichen beschäftigen. Also wirklich Thema Mal-Tutorial kann man richtig viel mitnehmen. Und sie haben da auch noch was aus ihren eigenen Vorräten genommen, weil sie gesagt haben, sie fangen nichts damit an, es ist ihnen lieber, ich gebe es euch da draußen. Einmal die drei Trolle und einmal Krieger des Erebors in den alten schönen Boxen. Also auch das wird an euch rausgehen. Von Radadl habe ich die Gefährten bekommen, den Original, also den Plastikgussrahmen. Auch das ist eine richtig schöne Sache. Radadl hat ja ein wahnsinnig großes Sortiment, gerade im Bereich Tabletop und unter anderem eben auch Herr der Ringe. Und mit den neuen Gefährten, die wird es wahrscheinlich dann am 9. geben, passend dafür. Also auch das ist nochmal ein schöner Set. Wie geht's weiter? Man sollte meinen, nach diesem riesigen Stapel, den wir schon gesprochen haben, wird es langsam leer, aber nein, die Kiste, die ich hier habe, ist immer noch massiv voll. Rooster Models. Rooster Models kennen wir eigentlich zum Beispiel schon von den Waldgeländestücken, die ich gebaut habe, und zwar ist das ein MDF-Geländehersteller aus Deutschland, wahnsinnig sympathischer Kerl, super Sachen, und auch er stellt uns einiges zur Verfügung, und zwar einerseits für mich zum Review, und da arbeite ich jetzt auch dran, da baue ich mit meinem kleinen Zwerg was entsprechend, aber dazu passend gibt es Geländestücke für euch, und zwar habe ich in Summe 6 MDF-Wüstengebäude zur Verfügung. Das finde ich eine richtig coole Sache. 6 Stück ist halt wirklich eine Ansage. Da ist das 6. Wo man auch wirklich schon mal was machen kann. Aber ich werde es aufteilen. Das sind 2x3 Häuser, die an euch rausgehen. Das heißt, hier werden wir 2 Gewinner verlosen, die entsprechend was mitnehmen können. Also auch Rooster Models ist hier auf einer extrem coolen Art und Weise dabei. Dann Zombie-Zeit, weil ich es jetzt gerade sehe. Ich bin ein riesiger Fan davon und nutze das sehr aktiv, und zwar die Bits-to-Base-Sets, wo ich halt auch extrem in die Erstellung eingebunden bin, was ich eigentlich mega geil finde. Ich werde da vom Alex immer wieder gefragt und integrieren, das finde ich auch eine super Sache, weil meiner Meinung nach das Produkt wirklich Sinn macht und es einfach Möglichkeiten gibt für Leute, die keinen 3D-Drucker haben und trotzdem ihre Bases schon auch. Wie ihr schon sehen könnt, es ist massiv voll. Ich habe hier 3 Sets, 6 Sets, 9 Sets,
10 einzelne Sets. Das würde ich gern so machen. Das Set wird gemeinsam mit einem zweiten Modell von Ihnen wird es geben. Und zwar habe ich von Ihnen auch noch einen Drachen bekommen. Und das, da würde ich gerne ein Szenario-Set passend dazu erstellen. Und zwar aus meinem Szenariobuch gibt es einmal den Hort des Drachen. Dafür bekommt ihr ein Drachenmodell. Ihr bekommt es gibt das Schatzset und entsprechend noch in Druckform, in schöner Ausdruckform, das Drachen-Szenario. Das heißt, dass ihr das tatsächlich gleich spielen könnt. Dann gibt es 2x4 Sets als Preis, das heißt, da seid ihr auch dabei. Und ein werde ich in die Endverlosung packen. Das heißt, auch da sind wir wahnsinnig gut ausgestattet. Zombie-Zeit hat auch noch mehr Sets zur Verfügung gestellt. Wir haben dann noch Schildmeiden bekommen. Wir haben noch ein Pelzwechsler-Set bekommen. Also da sind wir wirklich sehr, sehr gut dabei, das Ganze gut zu machen. Also ich muss so zwischendurch immer schauen, wo was ist, damit ich mich auskenne. Aber das ist schon wirklich massiv. Dann von den Wächtern der Tabakfeste, das habe ich noch nicht hier, weil das werden sie selbst verschicken. Das ist ein Verrätermodell auf geflügelten Schatten von Navarrete Studio aus Frankreich. Das haben sie selbst gedruckt. Ich habe es mit Navarrete abgesprochen, dass wir das dürfen. Das heißt, einen geflügelten Schatten gibt es auch noch von den Wächtern der Tabakfeste, die das einfach zur Verfügung stellen wollen. Und der Steven von ihnen ist ja auch sogar in der Auswertung dabei. Also das ist eigentlich doppelt am Helfen, was ich richtig geil finde. Dann habe ich hier einen riesen Haufen Tabletop Arts. Und zwar hat mir der Matthias von Tabletop Arts gesagt, okay, wie will ich das machen? Er stellt 2 Tage und dann auch noch Sets für die Endverlosung, was ich richtig geil finde. Wir haben einerseits einen Marktstand mit Marktzeug, das heißt sowohl die Verkäuferin mit Marktstandmaterial entsprechend gut ausgestattet. Das heißt, es ist 2x Gemüse und Obst und einmal in die Marktverkäufe, um einen richtigen coolen Stand zu machen. Dann haben wir 3x Spinnen aus Zinn, also richtig schöne Zinn-Alternativmodelle. Und aber auch für die Endverlosung einmal die asiatischen Speere, die ihr super für Ostlinge nehmen könnt. Und andererseits ein Kisten- und Fässer-Set von Tabletop Arts. So, auch das ist wunderschön. Dann der Taschengelddieb ist, glaube ich, im Hobby nicht mehr wegzudenken. Ein wunderbares Geschäft, was das angeht. Hat auch verdammt schöne Sachen zur Verfügung gestellt. Wir haben einen Activator Spray in Kombination mit entsprechenden Superkleber. Wir haben Base-Gestaltungsmaterial. Wir haben noch schöne eigene Ketten zum Gestalten. Und aber auch Liquid Pigments zum Gestalten von Modellen. Also auch das ist eine richtig coole Sache, also so Weathering-Sachen, Rost und dergleichen, also gerade für alle bösen Fraktionen, wenn man die ein bisschen rostig darstellen möchte, ist das eine richtig coole Sache. Von Unreleased Miniatures wird es auch was geben, ich weiß leider noch nicht was, aber auch hier werden wir nicht leer ausgehen, das heißt auch hier eine richtig coole Sache, dass das Ganze noch weitergeht. Genau. Dann vom Jan K., ich weiß nicht, ob ich den ganzen Namen schreiben darf, wahnsinnig netter Kerl, super Follower, auch der möchte was stellen, der hat extra was bestellt bei einem Shop, das ich hier verlosen darf, und zwar sind das die Schildmeiden von Zombie, die Zombie-Zeit gedruckt hat. Das heißt, er als Privatperson hat hier wirklich auch noch einen Preis für ein Türchen gestellt, was ich wirklich cool finde und einfach wahnsinnig wertschätzend, vielen Dank dafür. So, und auch nach dem ganzen Haufen sind wir immer noch nicht fertig, denn wir haben immer noch jede Menge schöne Sachen. Und zwar als nächstes kommen wir zu Minds & Dragons. Die haben wahnsinnig viele Sets hier zur Verfügung gestellt. Und zwar, wir haben 2 Hügeltroll-Häuptlinge, einen König, der Mahuts zu Fuß und beritten, ein Signalturm-Set, eine Balliste der Eisenberge und einen Wächter im See zur Verfügung, und das geht alles raus. Also das ist auch ein riesiger Pack. Das werden wir ein bisschen verteilen, und zwar habe ich es grundsätzlich so geplant, dass einige von den Sachen in der Endverlosung landen, 2 Sachen gibt es im normalen Kalender und so weiter. Also das ist eine von meinen Planungen. Da haben wir noch Drachenzeug,
von Zombie-Zeit, was ich vorher gesagt habe. Da haben wir noch das Gestaltwandler-Set von Zombie-Zeit. Dann habe ich von Games Island einiges bekommen. Und zwar habe ich hier einerseits die drei Jäger, deren Helm und viermal Tafts. Die Tafts werden alle in der Endverlosung bekommen, damit man eine schöne Kleinigkeit noch für seine Armee mitkriegt. Und die hier jeweils an einen Tag. Und weil das noch immer nicht genug ist, kommt auch noch der Sidequest-Store. Der liebe Steve hat auch einiges zur Verfügung gestellt. Und zwar haben wir hier, muss ich mal schauen, was wo alles ist. Naja, das ist da. Der liebe Steve hat hier noch einmal Adler zur Verfügung gestellt und 24 Würfel, die ich irgendwie verteilen werde unter den Preisen, die das Ganze dazu gibt. Das heißt, es ist ein riesiges Sortiment. Ihr habt sich schon gemerkt, wir sind weit über 1000 Euro bei den Wert der Preisen. Also irgendwo bei 1,5 müssten wir jetzt am Ende des Ganzen sein. Und das ist halt wirklich, wirklich meiner Meinung nach eine gewaltige Sache, die auch richtig, richtig Spaß macht. Das heißt, ihr könnt es massiv abstauben, indem ihr fleißig mitmacht. Ganz wichtig, liegt keine Antworten unter Videos. Wer das macht, wird leider disqualifiziert und das Kommentar logischerweise gelöscht. Wenn ihr wen zum Rätseln braucht, unser Discord bietet hier tolle Möglichkeiten. Ich werde wieder ein eigenes Forenbereich im Discord einrichten, wo es zu jedem Rätsel einen eigenen Thread gibt, wo ihr miteinander rätseln könnt. Aber auch dort bitte nicht vergessen, schreibt keine Lösungen rein, sondern nur Tipps, damit jeder noch den Rätselspaß mitnehmen kann. Ich werde es für heute jetzt mal mit dem Reden belassen. Es gäbe sicher noch viel zu sagen. Den Rest muss ich halt dann am 1.12. machen. Ich hoffe, bis dahin ist die Stimme besser. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr euch auf den Kalender freut. Ein bisschen Liebe für die ganzen Sponsoren. Ein bisschen Liebe für meine Helfer und diejenigen, die den Kalender mit mir machen. Ich freue mich hier auf eure Kommentare. Bis dahin, ich wünsche euch viel, viel Spaß. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und bis dann. Baba. Rätselzeit, Rätselzeit, macht euch schnell bereit. Meldet euch bei YouTube an, stürzt euch auf die Rätsel dann. Jeder tut das, was er kann, in der Rätselzeit, in der Rätselzeit. Rätselzeit, Rätselzeit, macht euch schnell bereit. Meldet euch bei YouTube an, stürzt euch auf die Rätsel dann. Jeder tut das, was er kann, in der Rätselzeit, in der Rätselzeit.